Die Zeit der Ferien beginnt. Das gilt auch für Studierende. Aber Studierende, die sind immer etwas später dran. Weil Studierende, die haben eigentlich auch nicht so richtig Sommerferien, sondern bei uns heißt das vorlesungsfreie Zeit. Hier in der katholischen Hochschulgemeinde wird auch die demnächst beginnen. Wir haben jetzt noch ein paar letzte Aktionen hier bei uns im Garten und auch drinnen, sodass Menschen glücklicherweise ja wieder zur Zeit aufeinander kommen. Ja, wie ist das eigentlich? Vorlesungsfreie Zeit. Eine besondere Zeit für Studierende, eine besondere Zeit auch für uns hier. Wie kann man die eigentlich nutzen? Ich finde, wenn ich in das Evangelium schaue, dann denkt man oft an diese großen Geschichten. Also Jesus, der irgendwelche Wunder tut, der zu einer großen Menschenmenge spricht. All das ist auch total wichtig. Aber es gibt so die kleinen Momente dazwischen, wo Jesus sich zurückzieht, auf einen Berg geht, alleine ist, betet, nur mit seinen Jüngern zusammen ist. Das sind ganz wichtige und gute Momente. Wir haben ein außergewöhnliches Jahr hinter uns. In den Hochschulen, viele Studierende haben nicht einmal den Hörsaal von innen gesehen. Weil ging ja nicht, war Lockdown. Und trotzdem musste drumherum gearbeitet, gelesen werden, studiert und gelernt werden. Viele haben deswegen jetzt einen außergewöhnlichen Sommer vor sich. Die Ferien sind irgendwie anders. Schüler sollen dann doch Aufgaben machen. Vielleicht wird von dem einen oder anderen verlangt, er soll doch sein Diensthandy anhaben. Ich glaube, wir können etwas Gutes aus dem Evangelium lernen. Wer kreativ sein will, der muss sich auch manchmal zurückziehen. Alleine auf seinen Berg. Das hat Jesus so gemacht, damit er wieder zu den Menschen gehen konnte. Insofern wünschen wir jedem da draußen, lasst das Handy aus, schaut nicht in eure E-Mails. Ja, und wenn Prüfungen da sind, klar, muss man auch mal ein bisschen lernen. Aber überlegt euch gut, wann er es tut und nehmt euch eure Auszeit, denn ihr habt es verdient. Ja, eine Auszeit, das ist wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das wünschen wir allen in diesem Sommer, eine Zeit für sich selber zu haben. Mancher von uns hat ja so ein bisschen Angst vor der Langeweile. Aber Langeweile, das ist eigentlich eine ganz wunderbare Zeit, weil man eine lange Weile Zeit hat, nachzudenken, zu planen, zu überlegen und das nicht in den Zusammenhängen, in denen man sonst so steht. In diesem Sinne wünschen wir euch allen aus der katholischen Hochschulgemeinde auch einen langweiligen Sommer, durch den ihr dann gut hindurchkommt und wieder ganz kreativ in eine neue Zeit startet. Ob nun nach den Sommerferien oder wie bei uns im Hochschulbereich durch eine vorlesungsfreie Zeit. Wir wünschen euch eine gute Zeit der Erholung, des Ausspannens und eben der Langeweile.